Ui, es geht weiter. Wir haben da ein paar Sachen. Boah, verdammt. Mir wurde gesagt, dieses Exemplar beansprucht einen Titel für sich. In meinem Volk bin ich als Moorschall bekannt. Hier bist du nichts. Ich bin ihr Feind. Du erfüllst einen Zweck. Das ist alles. Nur deshalb bist du noch am Leben. Du wirst mir sagen, Breaker, was du bitte komm. Weißt. Was ist los? Eine kleine Ablenkung. Captain Hager und Venro brauchen Zeit für den EMP. Ich melde mich. Ach, verdammt. Eine wirklich mutige Salarianerin. Wie viele Unterbrechungen wollt sie mir noch in die Fresse hauen? Okay. Und das Coole ist hier drin? Nein. Das war gerade viel zu laut auf einmal. Die Berichte sind wahr. Fremde sind an unseren Grenzen angekommen. Exemplare, die wir noch nie gesehen haben. Wir haben ein einzelnes Schiff erobert. Die Bewohner behaupten, sie kämen aus einer anderen Galaxie, die sie Milchstraße nennen. Das ist eine großartige Gelegenheit für uns. Ein Schatz mit frischen Exemplaren. Und Genen, die von Kräften außerhalb unserer Galaxie geformt wurden. Das könnte sich wirklich lohnen. Ja, was für Freaks. Wollen nur in anderen Spezies herumexperimentieren. Oh, tut das auch, Rihanna. Woher kommt ihr? Aus einer anderen Galaxie. Wir nennen sie die Milchstraße. Warum bist du hergekommen? Wir sind Siedler, auf der Suche nach einer Heimat. Sagt die Wahrheit. Wo ist eure Invasionsstreitmacht? Wir sind keine Invasoren. Bitte, wer sind Sie überhaupt? Wir wollen Ihnen nichts tun. Wir... warten Sie... Nein! Oh, das Nein war richtig stark. Gute Arbeit, Voice Actor. Interessant. Aber eine Lüge und alles kann vorbei sein. Sie zerstören nichts, das Ihnen noch dienen kann. Gut gesagt. Alles dient mir. Vorher vielleicht, aber jetzt hören Sie zu, wenn ich rede. Okay. Sag mir, was du über Meridian weißt. Seid ihr deshalb hier? Meridian? Davon habe ich noch nie gehört. Wir sind gerade erst angekommen. Die Reise war lang und... Nochmal. Erzähl mir von Meridian. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, was das ist. Ich... Wie willst du mir dann dienen? Was haben Sie... Seziere dieses Exemplar nach Belieben. Uff. Ja. Sind doch definitiv die Guten. Oh, Bibi aus dem Weg. Kann jetzt nicht schon reinfrosten. Ich habe doch gesagt, ich habe sie noch nie gesehen. Diese Reliquie. Der Schmerz wird deine Erinnerung stimulieren. Zum letzten Mal. Wie funktioniert Meridian? Ich weiß es nicht. Dann wird das Exemplar erfahren, was wahre Qualen sind. Nicht zu sagen, ja. Nein. Hier drinnen irgendwo. Abbehälter. Ah. Piep. Mehr zu durchhören. Oh. Die Kroganer sind ein primitives Volk. Das könnte nützlich sein. Redundante Organe und ein ungebremstes Temperament. Zum Töten geboren. Sogar die anderen Exemplare haben Angst vor ihnen. Um die Population der Kroganer zu begrenzen, wurde ihnen absichtlich ein genetischer Fehler eingesetzt. Aber ich weiß nicht. Ohne diesen Defekt... wären sie möglicherweise nicht aufzuhalten. Ah, was haben wir hier? Mensch. Unter den neuen Exemplaren sind die Menschen die verwirrendsten. Sie verfügen über eine größere emotionale Bandbreite als die anderen. Ihre Unberechenbarkeit macht sie gefährlich. Aber wenn es gelänge, die Wurzel ihrer Leidenschaften zu isolieren, wir müssen einen herausragenden Vertreter ihrer Art identifizieren und für weitere Studien einfangen. Willst du mich sterilisieren?
Oh, Asari in der Mitte, natürlich. Diejenigen, die sie Asari nennen, pflanzen sich mit einer Mischung aus Biologie, Gedanken und Erinnerungen fort. Sie nehmen sich von einer Spezies, was sie brauchen, wie es auch sein sollte. Man darf die Fortpflanzung nicht dem Zufall überlassen. Die überlegene Rasse herrscht. Ah, natürlich, ein Fan der Asari, wie jeder andere. Doch tun diese Asari so, als wäre es anders. Sie nennen es Verschmelzung. Ein Umarmen der Ewigkeit. Die Biologie hat keine Verwendung für Poesie. Letztlich sind wohl ihre biotischen Fähigkeiten das Nützlichste an ihnen. Als nächstes mag auch keine Kunst. Diese Turianer verfügen über ein nützliches Exoskelett, das unter lebensfeindlichen Bedingungen von Vorteil sein könnte. Noch interessanter ist ihre intrinsische Disziplin. Sie halten sich an militärische Ordnung. Ein sinnvolles Merkmal, um für Gehorsam zu sorgen. Für weitere Studien sind zusätzliche Exemplare erforderlich. Okay, ich dachte, da kommt ein Aber. Anscheinend gibt es da nicht mehr drüber zu sagen. Das Nützlichste an diesen Salarianern sind ihre kognitiven Fähigkeiten. Ihre Gedankenprozesse laufen viel schneller ab als die der anderen. Sie sind klug und verfügen über eine Gerissenheit, die man nutzen könnte. Es ist allerdings noch viel Arbeit, die entsprechenden genetischen Marker zu isolieren. Zum Glück haben wir keinen Mangel an Exemplaren. Ah ja. Zum Glück. Ah, interessiert mich nicht. Du. Okay, das hat irgendwas bewirkt. Sehen wir uns mal um. Ah ja, I see. Alles klar, hier lang. Na, das wird ja lustig. Hören Sie das auch? Ja. Do you hear that, Tom? Is that just me? Du, noch auf hier. Gibt es eigentlich in jeder Galaxie solche Monster wie den Archon, die alles kaputt machen? Ist das Böse wirklich überall? Yep. Das bietet uns eine Gelegenheit, unseren Mut zu beweisen. Unsere Entschlossenheit, das aufzuhalten. Mhm. Mhm. Was war das? Wollen wir das wirklich wissen? Ja. Was dann, Pirscher? Ich fange langsam an, diese Viecher wirklich zu hassen. Was hat er drin gemacht? Was ist mit ihm geschehen? Ein toter Salarianer. Er muss in die Luftschächte entkommen sein und dann... Haben Sie die... Hier spricht Raker. Einige unserer Leute sind noch am Leben. Ich bin jetzt zu Ihnen unterwegs. Captain Hager, wie ist Ihr Status? EMP ist einsatzbereit. Wir haben die Quartiere des Archons fast erreicht. Halten Sie sich bereit. Ich komme nicht zu Wort. Ist egal. Ist egal. Vorraum. Hat noch einen Fight aus. Nein, noch nicht. Okay. Cutscene schon sehr. Ist das ein Kroganer? War er. Vermutlich einer von Drags Speeren. Die DNA ist kroganisch, aber drastisch verändert. Die Cat stehen eindeutig kurz davor, den Aufstieg der Spezies abzuschließen. Sie sind motiviert und effizient, das steht fest. Effizient? Wie die Alps. Da wären wir. Captain Hager, Ryder hier. Wir haben das Allerheiligste des Archons erreicht. Verstanden.
Geben Sie uns Bescheid, wenn wir den EMP auslösen sollen. Er müsste die Geschütze deaktivieren. Alles klar. Da ist dieser... Und ich dachte schon, ich sei von den Relikten besessen. Warum interessiert er sich so sehr für Sie? Das ist die alles entscheidende Frage. Und... Dieses Objekt dient keinem nützlichen Zweck. Es ist das Relikt-Äquivalent von Müll. Der Archon hat keine Ahnung, was dieses Zeug ist. Wenn wir das schaffen, wird der Zorn des Archons noch viel schlimmer. Wir müssen ihn aufhalten. Nach allem, was wir auf diesem Schiff gesehen haben, droht dem gesamten Cluster der Genozid. Ja, das wird sein dann. Da ist doch sicher noch irgendwo Loot, oder? Oh, Decke. Nein. Keine Loot? Das ist okay. Dann können wir das Ding mitnehmen. Pathfinder, diese Reliquie hat die Moschei beschrieben. Es ist tatsächlich eine Karte. Ich lege sie über diejenige, die wir auf Eos entdeckt haben. Ist das... Das ist Meridian. Koordinaten erfasst, Pathfinder. Das ist also euer Ziel. Meridian ist mehr, als dir bewusst ist. Das Wetter ist nur ein Bruchteil seiner Macht. Und ich lasse nicht zu, dass du es entweißt. Ich kann damit besser umgehen als sie. Wieso? Weil eine künstliche Intelligenz in deinem Kopf es dir erklärt? Ich habe gesehen, was im Labor geschehen ist und weiß jetzt, was dich so besonders macht. Meridian gehört mir. Ich habe dich lange genug ertragen. Sobald eure Schiffe zerstört sind, sitzt ihr hier fest. Captain, EMP abfeuern. Erledigt. Gala! Servus! Verdammt! Was auch immer Baby gerade gesagt hat. Naja, deine Wut wäre gerade ziemlich hilfreich. Ah, was haben wir? Brandmoni Wema. Ey. Oh, das sind doch mehrere. Reinhard, hier Captain Hager. Wir haben den EMP ausgelöst. Ja, wissen wir! Breaker versucht noch immer, die Gefangenen zu befangen. So, der Kroganer ist erledigt. Das wird Dread nicht gefallen. Tschüss. Oh, endlich. Okay, wir haben die Karte. Sehen wir zu, dass wir von hier verschwinden. Einen Moment, Pathfinder. Ich empfange kroganische Lebenszeichen an Bord des Schiffes. Nicht weit von ihnen entfernt werden mehrere Gefangene festgehalten. Sie sind für den Aufstieg vorgesehen. Vielleicht sind das ja Drax verschwundene Späher.
Sam, kommen wir noch rechtzeitig dorthin, bevor die Cat die Energieversorgung wiederherstellen? Wenn sie sich beeilen, ja. Ryder, hier ist Raker. Ich sitze fest. Ich bezweifle, dass ich es schaffen werde. Wo sind sie? In der Nähe von Zellen, in denen mehrere meiner Leute festgehalten werden. Sie sind noch am Leben. Ich habe Captain Hager befohlen, auf die Arche zurückzukehren. Sie hätten ihn begleiten sollen. Ich konnte meine Leute nicht einfach zurücklassen. Aber ich schätze, es ist vorbei. Von einem Pathfinder zum anderen. Leben Sie wohl. Raker, Ende. Verdammt nochmal! Ihnen bleibt nicht genug Zeit, um beide zu retten. Sobald die Cat die Energieversorgung wiederhergestellt haben, sitzen sie in der Falle. Ach, das ist die letzte Chance für Drax Speer. Der Archon wird sie in Monster verwandeln. Ich glaube, ich habe mich letztens für Raker entschieden. Und es wurde bis jetzt noch jeder Pathfinder ersetzt, also wird dieser auch ersetzt. Okay, ja. Nachladen. Wir müssen diese Kroganer vor dem Aufstieg bewahren. Sorry, Mädel. Ist nur einer. Wer sind Sie? Pathfinder Ryder, wir sind hier, um die Gefangenen zu retten. Und wer sind Sie? Birtak, einer von Nagmor Drax Speer. Ich konnte entkommen, als die Energie ausgefallen ist. Aber allein schaffe ich das hier nicht. Meine Leute werden am Ende des Korridors festgehalten. Mit reichlich Cat zwischen uns und ihnen. Dann kämpfen wir uns eben durch. Wir holen ihre Leute und verschwinden von hier. Machen Sie sich bereit. Dort vorne sind Cat. Oh, ja, perfekt. Sie sind so gut wie tot. Perfekt. Wir müssen durchbrechen. Ich versuch's ja. Oder sie zögern weiter und sterben. Schon dabei. Bin schon dabei. Hoppleiche. Tempest, Ryder hier. Können Sie mich hören? Ja, Pathfinder. Oh boy. Wir haben die Karte, versuchen aber noch einige Gefangene zu retten. Diese Kettgeschütze werden nicht ewig offline sein. Ja, ja, ich weiß. Geben Sie uns einfach Bescheid, falls sich was ändert. Sie erfahren es als Erster. Kallo, Ende. Oh boy. Ja, Mist. Keine gute Idee, aber machen wir es. Los, los. Muss ich den Typen bekämpfen? Ja. Ihr miesen Pajaks habt uns gefoltert. Das sind meine Leute, die ihr da entführt habt. Seien Sie vorsichtig. Wenn Sie uns erwischen, erwartet uns der Aufstieg. Auf keinen Fall. So werde ich nicht abtreten. Passen Sie hier drin beim Zielen auf. Es wird eng. Ja, ich merke es. Pathfinder, das Catschiff versucht, die Energieversorgung wiederherzustellen. Oh, scheiße. Die Geschütze werden in Kürze wieder online sein. Verstanden. Haben das alle mitgekriegt? Bring mich! So, wir haben sie alle umgelegt. Gute Arbeit. Das Terminal neben der Tür. Können Sie gehen? Pathfinder, die Schiffsenergie der Kette ist bald wiederhergestellt. Tempest, wir gehen nach oben. Halten Sie sich bereit. Verstanden. Raker. Raker, sind Sie noch da? Wow. Tut mir leid. Nicht so Pathfinder widersetzt. Bam, 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 bam. Das für ein Screenshot. Oh. Oh, hold it. Na los, los! Ah, ich glaube, ich habe den Timing verpasst. Ryder! Wir müssen jetzt los! Ja, ja. Sonst nehme ich jetzt im Nachhinein, oder? Oder? Oder, Jungs? Na doch, verpasst.
Oh, das sieht gut aus. Der schnelle F12 Drücker. Ein Team ist unterwegs. Es wird die Arche zur Nexus eskortieren. Man wird sich dort bestimmt freuen, sie zu sehen. Ich war mir nicht sicher, ob dieser Tag je kommen würde. Jetzt, wo es soweit ist, was werden Sie tun? Offiziell bin ich als unser nächster Pathfinder vorgesehen. Allerdings habe ich die Ausbildung nie absolviert. Und Raker wird schwer zu ersetzen sein. Wir haben wieder einen neuen Pathfinder. Bis jetzt noch jeder ersetzt worden. Ist Tradition. Ich will Ihnen nichts vormachen. Als mein Vater gestorben ist, war es beängstigend, seine Nachfolge anzutreten. Ich musste so vieles erst lernen. Mir scheint allerdings, Ihre Crew hat Ihnen dabei geholfen. Auf jeden Fall. Besorgen Sie sich einfach einen 500 Kilo schweren Kroganer und all Ihre Probleme sind gelöst. Das Wichtigste ist, dass das salarianische Volk nicht länger in der Gewalt der Kett ist. Dafür werden wir Ihnen ewig dankbar sein. Sorgen Sie einfach dafür, dass meine Späher wohlbehalten auf der Nexus ankommen. Natürlich. Passen Sie auf sich auf, Ryder. Ich habe alles über die Mission gehört. Es war bestimmt keine einfache Entscheidung, Raker zurückzulassen. Aber ich bin froh, dass Sie es getan haben. Nur deshalb sind meine Späher noch am Leben. Ja, aber die Salarianer, die wir nicht retten konnten. Konzentrieren Sie sich auf das, was gut gelaufen ist. Sie haben dem Archon heute in den Arsch getreten. Sie haben ihm die Arche weggeschnappt und rausgefunden, wo Meridian ist. Also freuen Sie sich darüber. Beispiel im Hintergrund. Ihr Vater wäre stolz auf Sie. Oh, gibt's das Shit. Mag sein, aber darauf kommt es nicht an. Ich bin einfach nur froh, dass es dem Team gut geht. Obwohl ein solcher Schlag ins Gesicht den Archon nur noch gefährlicher machen wird. Oder leichtsinniger. Ihr Vater hat andere gerne aus dem Gleichgewicht gebracht. Er war der Meinung, die Würdigen würden dadurch lernen, mit Widrigkeiten besser umzugehen. Und die Unwürdigen? Würden Beine daran zerbrechen. Ich überlasse sie ihren Gedanken. Bei allem Respekt, Archon, diese Faszination für Meridian muss enden. Es ist der Schlüssel zu unserer Zukunft, Primus. Der Mensch kennt seine wahre Macht nicht. Selbst wir verstehen sie nicht vollständig. Unser Befehl lautet, diesen Cluster aufsteigen zu lassen. Nicht die Relikte zu studieren. Es gibt Zweifel an ihrem Urteilsvermögen. Zweifel von allerhöchster Stelle. Sie werden schon bald ausgeräumt sein. Mit Meridian können wir jede Welt dieses Clusters in eine Ödnis verwandeln. Entweder unterziehen sich die Subjekte dem Aufstieg, oder sie werden ausgelöscht. Dieser Pathfinder hat die Tür geöffnet. Jetzt müssen wir als Erste hindurchgehen. Wir müssen Meridian vor ihm ergreifen. Wie alle niederen Wesen hält es eine Schlacht für den Krieg. Es kennt weder seine Schwächen noch sein Potenzial. Der Archon kennt meine Erinnerungen? Durch mein Implantat? Unsere Verbindungen waren weit offen, als Sam sie getötet hat. Wir haben ihn einmal geschlagen. Und wir werden es wieder tun. Mobilisieren wir die Nexus und holen uns Meridian. Ah. Jetzt kann man mit Bibi reden. Hallo. Du hast dich offenbar gut eingelebt. Er sieht klug aus und kann seine Pfoten als Werkzeuge benutzen. Sind Sie sicher, dass er nicht intelligenter ist als wir? Naja, nee. Wer lebt denn hier drinnen? Cora, oder? Oh. Auf die Nexus zurück. Ich glaube, Bibi.
Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Na. Ich hoffe, die Salarianer finden sich auf der Nexus zurecht. Sie haben viele ihrer Leute verloren. Wir sind nach Andromeda gekommen, um unseren Beitrag zu leisten. Das lassen wir uns von den Ketten nicht nehmen. Okay, danke, Team. Oh Gott, ja, okay. Ah, ist klar. Können wir irgendwann machen. Von Cash. Ah, ich muss mit mehr Leuten reden. Ah, okay. Mit Team reden. Vielleicht ist das der Reliktwurm. Respekt vor, nicht gelesen. Zum Tippen sofort herkommen. Okay, Baby. Warte mal, vielleicht habe ich doch was gelesen. Noch was war da noch was dabei? Alles ist gelesen, okay. Baby sagt zu viel herkommen. Hey, was liegt an? Witzig, dass Sie fragen. Ich muss etwas wissen. Wenn ich etwas wirklich Wichtiges erledigen müsste, könnte ich dann auf Ihre Hilfe zählen? Würden Sie mitkommen? Wichtig, wichtig oder Stressabbau wichtig? Diesmal ist es wichtig, wichtig. Dank meines neuen Relikt-augmentierten Scanners bin ich einer großen Sache auf der Spur. Hören Sie dieses Signal? Soweit ich sagen kann, kommt es von einem Stück Rohprogrammierung der Relikte, von einem unbenutzten Baustein. Ich bekomme Stielaugen, wenn ich daran denke, was wir alles daraus lernen könnten oder damit machen. Das ist wie eine Reltec-Wildcard. Ich liebe solche Geheimnisse. Ich muss es haben. Da heißt es keine Zeit verlieren, richtig? Okay. Das war's? Kein Vortrag, keine weiteren Fragen, einfach nur okay? Sie sind dabei? Ich bin dabei. Sehr gut. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Ich lade die Koordinaten auf die Galaxiekarte hoch. Betrachten Sie mich als abmarschbereit. Ja, ich sage dir, wenn ich bereit bin, ich schicke dir eine E-Mail. Coole Aussicht. Jetzt lasse ich sie ein bisschen warten. So wie sie mich die ganze Zeit warten ließ. Rache. Tempest. Tempest, nein, nicht Tempest, ich will... Oh, schaut cool aus. Ja, abgestürzt, Cache, laden. Machen wir die Familie. Und dann Nexus, meine ich. Nexus. Ist das nicht die Nexus? Was sind wir hier, verdammt? Wir sind noch nicht mal entkommen. Okay. Aber. Und dann Nexus. Wo sind wir hier? Oh, da ist das. Ich mach das weg kurz. Da. Wahrscheinlich nur den Ton weg, aber. 28 Minuten. Ach, verdammt. Selbst wie basic das ist und wie viele Spieler auf sowas stehen, aber kann man weglassen, diesen Laden bestimmt. Ja, die Forward-Bildschirme, die ich gerade hatte, die ganze Zeit, waren auch nicht besser. Waren auch extreme Ladebildschirme. Extremst. Piranha Ego. Was haben wir da noch? Da haben wir zwei bekommen. Und? Ja, das wird getestet. Dann gehen wir drauf. Und Magazin. Dann Char und Cora. Warum nicht? Wird wahrscheinlich nichts reden da jetzt, aber. Chars Familie treffen. Wichtigste Mission. Vor der Lore. Ah.
nicht müde. Ist definitiv nicht fast 2 Uhr schon. Ist es schon 2 Uhr? 1:43. Ja, ich spiele das Spiel meistens sowieso in der Nacht. Am Vormittag oder zum Mittag kann ich gerade nichts aufnehmen. Da wird gerade die ganze Zeit durchgehend gebohrt. Ich habe Bohrfanatiker. Im gleichen Wohnblock. Die stehen einfach drauf, dass sie den ganzen Tag bohren. Okay. Joel! Joel! Halt. Schlechte Nachrichten? Nein, nein. Der Pathfinder will wissen, wo ich aufgewachsen bin. Will er das? Meine leibliche Mutter, Sahuna Amadarav. Hallo. Joel hat erzählt, wie sehr er sie bewundert. Wirklich? Er ist mein Liebling. Klug, loyal, sanft, schießt gut, schreibt Gedichte. Nett. Nee. Ich muss zu einem Widerstandstreffen. Pass auf dich auf. Ihre Mutter ist im Widerstand? Ja, ja. Und jedes Kind ist ihr Liebling. Leute, das ist Ryder. Hi. Sieh mal einer an, wenn der Kark hinter Willkommen zurück. Hier habe ich als Kind die meiste Zeit verbracht. Ich, meine Schwester Koana, Cousine Etta und Bruder Finn und Bavseel. Rollo. Es ist so schön, hey, dich wieder hier zu haben. Joel, möchtest du uns jemand ganz Besonderen vorstellen? Wow, kuschelig. Wir leben gerne so. Willst du deinem Freund zeigen, was richtiges schön, Essen ist? Schön, dich zu sehen. Und hier ist mein Zimmer, meine kleine Zuflucht. Oh, das werden mir zu viele Leute. Das geht gar nicht. Zu introvert für das. Heimat ist Heimat, natürlich. Wir haben eine Redensart. Heimat ist dort, wo dein Herz wohnt. Das ist schön. Oh, nein. Woher kommt das? Das ist eine Bombe. Ein Bauplan von... Mit 7 bekam ich eine gestohlene Kettwaffe. Ich habe sie zerlegt, um zu lernen. Und das ist wahr. Ein Kark. Mein Haustier... Alfred. Es starb, also habe ich's auch zerlegt. Um zu lernen? Wieso nicht? Ich zeige das sonst niemandem. Bei ihnen sinkt mein Herz. Ich will, dass wir zusammen sind. Warte mal, was? Das ist eine Option? Oh, die Nase kommt durch. So. Oh. Ja. Also, können wir Freunde bleiben? Oh. Oi, sorry, Bro. Ich hab was missverstanden. Vielleicht. Oder... Okay. Also, ich will Ihnen noch was zeigen. Ich dachte, das gibt's gar nicht in diesem Spiel. Jetzt war's interessant. Oh. Hübsch. Selbstgemacht? Ist lange her. Und ungenau. Eigentlich mehr ein Traum. Noch etwas, das ich zerlegen und ergründen will. Ich auch, Jarl. Willst du mich auch zerlegen und ergründen? Oh, habe ich gerade nicht gerechnet. Oh, Cora steht im Hintergrund. Hey, Cora. Oh, das habe ich mich gar nicht mehr erinnern können. Ich glaube, ich habe auch als Mann gespielt. Oh, erstes Herz gebrochen. Das ist genau das, was ich mag. Leute in die Friendzone schicken. Oh, ja, ja. Sorry, Char. Sorry. Wir verlassen jetzt Taval. Die Brücke gehört Ihnen, Pathfinder. Ryder war so überrascht wie ich. Er hat sich da
nicht mehr gut rausreden können. Freunde. Ryder, Vetra wollte, dass sie sie aufsuchen, sobald sie Zeit haben. Ah ja, ihr will jetzt flirten. Ich verstehe. Eine verschollene Schwester. Nein. Wo ist die Nexus? Nexus. Ach, geht das dann schon weiter? Eigentlich. Ja. So weit bin ich noch gar nicht. Mental. Ich habe Bibi gesagt, wir machen ihre Quest sofort. Also. Natürlich heißt das auch sofort. Und nicht das nächste Episode. Natürlich. Oh. Vorher kann ich noch ein paar Herzen brechen. Theoretisch. Ist das die Nexus? Ich will noch nicht noch mehr Radian. Ich will nur schauen, was drinnen abgeht. Okay. Okay. Rennen wir noch ein bisschen mit der Crew, bevor wir runtergehen. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Wenn ich schon drüben komme, dann. Das schauen wir mal, wo mein Lieblingskrogana ist. Nicht hier. Will der auch in meine Hose rein? Der Krogana? Oh. Hey, Cora. Gut, dich hier zu treffen. Ganz überraschend. Bewegen Sie nochmal Ihren Arm. Die Daten werden sich nicht ändern, Doc. Die Synchronisierung Ihrer Prothesen ist einwandfrei. Ihr neuropathie-induziertes Schmerzniveau ist gleichbleibend. Hey, ich bin daran gewöhnt. Es ist okay. Nein, es ist nicht okay. Seien Sie bei Ihren Kämpfen vorsichtig. Verstanden? Was Organredundanzen angeht, ist bei Ihnen nicht mehr viel übrig. Nein, schon okay. Das stört mich nicht. Was machen Sie hier? Nachuntersuchungen. Ich behalte ihn im Auge. Was soll das heißen? Es geht ihm gut. Er ist einfach nur alt. Und er hat zu viele Körperteile verloren. Leider nicht auf seinen Dickschädel. Sie lieben mich doch genauso, wie ich bin, Doc. Oh, wehe, Sie rühren sich von dem Tisch weg, bevor der Scan abgeschlossen ist. Darf ich fragen, was passiert ist? Arm, Seite, Hüfte, ein Teil meines Beins. Belastungskompensatoren entlang der Wirbelsäule. Alles Prothesen und Implantate. Nicht auf den. Ganz schön viele. Ich habe die kroganischen Rebellionen überstanden, den Zerfall meiner Kultur miterlebt, Jahrhunderte als Söldner und jede Menge Piratengaunereien überlebt. Ich habe 1000 Jahre Kampferfahrung und alles, was nötig war, war ein Idiot mit ein paar Splittergranaten. Und trotzdem sind Sie noch hier. Sie haben es überstanden. Sie haben überlebt. Ja. Aber Überleben ist nicht immer dasselbe wie Leben. Ich hatte ein paar dunkle Momente. Mein Körper hat ein Implantat nach dem anderen abgestoßen. Die Prothesen haben sich nicht vernünftig synchronisiert. Ich hatte überall Schmerzen. Heftige Schmerzen. Die ganze Zeit. Und nichts hatte mir... Wie haben Sie das überwunden? Gar nicht. Ich bin in dieses tiefe, dunkle Loch gefallen. Doch plötzlich taucht irgendwo ein Schamane auf und legt mir dieses winzige Baby auf den Schoß. Die hier stirbt, sagt er. Sie ist die Mühe nicht wert, sagt er. Was er gemeint hat, war, sie ist nutzlos. Und das bezog sich nicht nur auf das Baby. Nein, auch ich war nutzlos, aber... Es ging nicht mehr nur um mich, also habe ich mir Hilfe gesucht. Ich habe gelernt, für mich selbst und für sie zu sorgen.
und sie hat für mich gesorgt. Sie haben einen Weg zurück ins Leben gefunden. So ist es. Auch wenn es für keinen von uns leicht war. Ich bin alt und festgefahren. Und Cash, seit sie sprechen kann, wollte Cash schon immer alles verändern. Cash großzuziehen hat mich etwas Wichtiges gelehrt. Und was? Ich habe eine Weile gebraucht, um es zu kapieren. Aber es ist wichtig. Eltern sind kein Ziel, sondern die Startlinie. Welche Richtung ein Kind anschließend einschlägt, liegt allein bei ihm. Vergessen Sie das nie. Oh, so ein cooler Charakter. Und selbst wenn es ein Andromeda 2 geben wird, wird er wahrscheinlich nicht mehr dabei sein. Vielleicht nur sein Tod. Naja, da wird es noch lange keine Pläne geben. Hey, Lexi. Ryder. Man sieht sich. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Brauche ich nicht wirklich. Okay, was haben wir da noch? Wie viele Minuten haben wir noch auf der Uhr? Oh, ich habe die Wahl zwischen jedem das Herz brechen. Oh, auf die Nexus gehen. Oh, gehen wir auf die Nexus. Ich will noch nicht die letzte Mission starten, aber... Oh, oder habe ich das sonst noch an anderen Planeten? Ios war, glaube ich... Nein, das könnte... Oh, Bibi, Kuro, Tempest. Vetra wollte, glaube ich, auch reden. Ohne erhebliche Aufbereitung ist es unverdaulich. Die Hydrolyse der Zellulose wäre extrem ineffizient. Wollen Sie immer noch rausfinden, wie Sie die Pflanzen in Helios essbar machen können? Oh, Mist. Ich habe schon wieder laut gedacht, oder? Ach, verdammt. Gehen wir auf die Nexus. Ich bin schon hergeflogen. Ich bin sicher, da wird noch was anderes ins Gesicht springen als die Hauptmission. Überhaupt ist das eine salarianische Arche-Folge. Die Herzbrecher-Folge kommt erst später. Okay, ich glaube, wir kriegen wieder eine Salarianer-Katze hin. Nein? Meine Schwestern sind in Sicherheit. Was? Ja, Cash hat sowas erwähnt, als wir uns getroffen haben. Das ist wunderbar. Ich muss Sie begrüßen, sobald ich hier fertig bin. Oh, ich... das würde ich jetzt nicht tun. Offensichtlich haben die meisten von Ihnen die Kryo-Verdrossenheit. Ah, die gefürchtete Kryo-Verdrossenheit. Dann bringe ich Kaffee mit. Und Zucker. Jede Menge Zucker. Hast du wach weglecken? Nochmals danke für Ihre Hilfe mit Sie. Wir sind fertig miteinander. Es sind so viele Leute da. Oh, ich will da mit gar niemandem reden mehr. Oh, gerade rein teleportiert. Hex, das schaut gut aus. Ich sehe, na, da haben wir schon was Besseres. Handel bestätigen. Und du so? Schön, Sie wiederzusehen. Ach, keine Ahnung. Schwierigkeit ist nicht so schwierig, dass ich wirklich die beste Loot brauche. Oh, hallo. Neue Ware? Nein. Enttäuschung. Und du so? Hey. Ein 7. Nein, es ist zu spät. Ist zu spät. Okay, dann gehen wir halt da weiter. Habitationskommandozentrale. Haben wir Nachrichten? Keine Nachrichten? Die Turianische Arche wurde gefunden. Der Turianische Pathfinder Mason Barrow hingegen kam Berichten zufolge ums Leben, während er die Arche zu dem Planeten führte. Seine Nachfolge als Pathfinder wird vermutlich der ehemalige Spectre Avitus Rix antreten. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Können wir uns unterhalten, Ryder? Seht! Oh, schau!
gut, dass Sie hier sind, Ryder. Ich habe etwas entdeckt, während ich für die Nexus die Kommunikation überwacht habe. Es gab mehrere Angriffe irgendwelcher Leute, die die drei Säbel genannt werden. Sie greifen Außenposten und Versorgungsschiffe an. Das wirklich Beunruhigende ist aber, dass sie offenbar über unsere Operationen Bescheid wissen. Als würde sie jemand mit Informationen versorgen. Ich hoffe, du hast auch irgendeinen Beweis für diese Behauptung. Naja, nicht direkt ein Beweis. Eher ein Muster, das darauf schließen lässt, dass sie wissen, wo sie zuschlagen müssen. Und so ein Gefühl. Ich habe es gemeldet und sie sagen auch, sie würden dem nachgehen. Doch dann vergessen sie es wieder. Aber sie sind der Pathfinder. Wenn jemand die Nexus verrät, müssen sie etwas dagegen unternehmen. Ah, ja, ich setze auf Celeste und vielleicht passiert es sogar. Du hast recht. Wenn diese Leute wirklich von unseren Operationen wissen, wäre das ein ernstes Problem. Ich sollte dem nachgehen. Danke. Ich wusste, auf sie ist Verlass. Sie sind echt der beste Pathfinder aller Zeiten. Ach. Ich weiß nicht, wo sie sich verstecken, aber ich habe die Nachpunkte ihrer letzten Überfälle. Vielleicht können sie ja mit den Scannern der Tempest rausfinden, wohin sie sich danach zurückgezogen haben. Du willst mir sagen, nicht der Torianische Pathfinder ist der beste Pathfinder aller Zeiten? Diese Aufnahmen sind absolut unglaublich. Kenn ich die? Nein. Oh, untersuche Orte. Ja, das würde ich sicher machen. Orte untersuchen habe ich am liebsten. Sie versuchen nur unsere Moral zu stärken. Wird das sonst noch jemand Interessanten? Offizielle Vertreter der Initiative Pathfinder, sich mit der organischen Führung auf ein Abkommen geeinigt. Ne. Ich mache mir Sorgen um die Nexus, wenn euch die Cat finden. Das kennen wir schon. Jemand Interessantes? Edison? Ja. Wo hängt ein Bibi eigentlich immer ab? Hallo. Sie warten auf Sie. Sehen Sie sich vor. Ryders Entscheidung, diese Kroganer zu retten, war rein emotional. Er dachte dabei an Sie. Ryder weiß selbst, was er tut. Geben Sie einfach zu, dass Sie die Kroganer nicht mögen. Der Pathfinder. Ryder, wir haben gerade über Ihre Begegnung mit dem Archon gesprochen. Ich konnte nicht alle retten. Ich musste eine Entscheidung treffen. Ja, die Bürde eines Anführers. Nichtsdestotrotz ist es schön, die Arche Passero wieder mit der Nexus vereint zu sehen. Ich muss allerdings fragen, was es uns gebracht hat, den Archon Dea zu provozieren. Er hatte eine Karte mit der Position von Meridian. Jetzt haben wir sie und nicht viel Zeit, um dorthin zu kommen. Es ist das Kontrollzentrum des Terraforming-Netzwerks. Wenn wir es aktivieren, sind all unsere Probleme gelöst. Woher wissen Sie das? Es ist eine fremde Technologie. Das Gewölbe auf Aya weist darauf hin, dass Meridian der Schlüssel ist. Ich schätze, was sie für unsere Einsatzteams getan haben, aber für einen Krieg gegen die Cats sind wir zu schwach. Sie werden Meridian mit allem verteidigen, was sie haben. Wenn wir nichts tun, kommt es garantiert zu einem Kampf. Der Archon plant bereits, wie er uns dem Aufstieg unterziehen kann. Das wird hässlich. Wir sollten uns auf die Außenposten konzentrieren. Wenn dann die Cat angreifen, sind wir nicht alle am selben Ort. Außerdem ist dann noch die Sache mit ihrem Sam. Wir sind das Risiko eingegangen, eine KI mit einzubeziehen. Offen gesagt fühle ich mich aber unwohl dabei, wie sehr sie inzwischen einbezogen ist. Ich mag sie, Ryder. Wirklich. Aber ich kann ihren Plan nicht unterstützen. Ich schon. Genau wie ich. Ich stimme zu. Ryder verdient die Chance, es zu versuchen. Ich begrüße ihre Geschlossenheit, aber sie unterstehen mir. Ich hoffe, das ist ihnen bewusst. Hey, hier ist mein... Pathfinder-Team. Was ist los, Tan? Angst, jemand könnte sie in den Schatten stellen? Wir sind nicht die Pathfinder-Initiative. Die Befehlskette besteht nicht ohne Grund. Das wäre dann alles. Ich hätte es wissen müssen. Und ich habe nicht mal einen Plan B. Es gibt vielleicht einen Weg. Verzeihung, Pathfinder. Ich habe eine dringende Nachricht für Sie. Ihre Schwester ist aufgewacht. Was? Gehen Sie. Wir unterhalten uns später. Im Tech-Labor. Ach, Mist. Die setzen mich da einfach in eine Cutscene. Muss ich sie treffen? Ich weiß nicht mal, wie die ausschaut. Habe ich da
Habe ich da was erstellt oder habe ich die einfach... Oh, nein, habe ich nicht. Wir hätten uns schon früher unterhalten können, dank meines Implantats. Aber du warst ja nie hier. Er hatte bestimmt viel zu tun. Zu viel, um mir von Dads Tod zu erzählen? Zu viel, um mal nach deiner Schwester zu sehen? Ich weiß, es ist keine Entschuldigung. Aber es ist so viel schiefgelaufen, Sarah. So viele Leben hängen von mir ab und... irgendwie... Mein bekloppter kleiner Bruder, du hast schon immer lieber allein Weltraumpirat gespielt als mit mir. Naja, du hast mich ja auch jedes Mal vermöbelt. Was? Ja, weil du geschummelt hast. Es gibt nur noch uns. Erst Mom, dann Dad. Wir stehen das durch. So wie immer. Es heißt, du bist jetzt Pathfinder? Dads Idee. So wie es klingt, wirst du jede Hilfe brauchen, die du kriegen kannst. Langsam. Sie sind keinesfalls diensttauglich, Miss. Ihr Dickschädel braucht Zeit, sich zu erholen. Sagt wer? Sie schaut mir gar nicht ähnlich. Sie schaut mir gar nicht ähnlich. Ich hätte da ein bisschen Zeit reinstecken sollen, sie zu erstellen. Ah, der Default schaut einfach nur schlecht aus. Der Pathfinder. Ruh dich erstmal aus. Das ist ein Befehl, Specialist Rider. Jawohl, Sir. Pathfinder, Sir. Oh, vergiss es. Ich war dabei, als du mit 6 deine Popel gegessen hast. Sie können sich gerne noch weiter unterhalten, aber Sie bleiben im Bett. Nee, danke. Rider, hier Pathfinder Riggs. Wir hätten da ein paar Ideen wegen Meridian. Kommen Sie so schnell wie möglich ins Tech-Labor. Oh. Mach ich. Ist irgendjemand Interessantes? Nein. Ich habe keine Lust, mit irgendjemandem zu reden. Nein. Nein. Moment, das sind uninteressant. Wo sind die Aliens? Ah. Ich komme von diesem Schiff nicht runter. Die Initiative konnte durch die Errichtung einer Botschaft auf Aya einen gewaltigen diplomatischen Erfolg erzielen. Vertreter der Nexus arbeiten nun direkt mit den Angara zusammen, um mehr über diesen Cluster und die Klienten Erfahrung zu bringen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Kommandozentrale. Ich bin eine Cutscene. Oh, nur Cora. Ich frage mich, wie mein Platz hier wohl ausgesehen hätte. Aber egal. Es ist gut, wie es ist. Ja, wo wollt ihr, dass ich hingehe? Logbuch. Wo sind sie? Wo sind meine Lieblings-Pathfinder? Erinnerungen an das gesamte Personal. Die eingefeierten Überstunden gelten weiterhin. Wo sind die Typen? Andock bucht. Okay. Da immer mehr Reisende aus der Stase geweckt werden, benötigt die Initiative dringend Blut, Gewebe und DNA. Mögliche Spender werden gebeten, sich an einen Arzt zu wenden. Ah. Das erinnert mich, ich muss mal wieder Blut spenden gehen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ich dachte, ich hätte verstanden. Achso, wenn dem auf mein Schiff mit mir. Nein? Wo seid ihr? Sie haben uns alles gesagt. Wo führen die mich hin? Echt jetzt? Ich weiß, ich weiß. In meinem Alter ist Familie wichtiger als neue Erfahrung. War ich hier schon mal drin? Kommt mir nicht bekannt vor, neuer Ort. Deswegen. Oh, Ryder, wir haben mit Dr. Aridana und ihrem Team darüber nachgedacht, wie sie nach Meridian kommen können. Wir denken, wir haben eine Lösung gefunden. Ich höre. Das sind Pläne für eine neue Technologie, die wir Ghost Storm nennen. Sobald sie sich Meridian nähern, können unsere Schiffe die Signatur der Tempest nachahmen. Die Cat werden nicht wissen, welche die echte ist. Ihre Sensoren werden verrückt spielen und wir können ihre Schiffe weglocken.
Das könnte Ihnen ein wenig Zeit verschaffen. Wie die Katzen, Sir, als hätten Sie gedacht, dass ich andere Pathfinder am Leben lasse. Ja. Das klingt, als wäre es noch nie getestet worden. Was, wenn es nicht funktioniert? Sie sind doch clever. Ich bin mir sicher, Ihnen wird schon etwas einfallen. Wir handeln gegen die Initiative und sind auf uns allein gestellt. Sie haben nichts gehört. Was gehört? Wir sind schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Gamma-Diagramme auszuwerten. So ist das nun mal als Pathfinder. Risiken sind Teil des Jobs. Na dann, gehen wir es an. Der Archon wird nicht untätig rumsitzen. Als erstes müssen Sie die Ghoststorm-Technologie erforschen. Anschließend treffen wir uns bei Meridian. Viel Glück. Wir können doch. Hauptsächlich, weil Cat-Technologie offenbar mimetisch ist. Sie nutzen Entwicklungen unterschiedlichster Herkunft, um ihre eigenen zu verbessern. Das ist ein bekanntes Muster. Beobachten, unterwerfen, einbinden. Ah. Wir können doch die Pathfinder auf unser Team holen, oder? Ja, nein, glaube ich nicht. Aber zurück auf die Nexus. Ich glaube, da habe ich jetzt nichts übersehen. Habe ich nicht, oder? Das machen wir später. Das, wo ist Bibi? Da, das ist als nächstes dran. Und dann mit den Mädels reden nach der Mission. Meine letzte Entscheidung treffen, wen ich daten will. Char, ich gebe Char eine zweite Chance. Oh, ich wusste das nicht. Ich dachte, Gil wäre die schwule Dating-Variante in diesem Spiel. Gil hat gefragt, ob sie mal vorbeikommen können. Ihnen stehen noch ALP zur Verfügung, Pathfinder. Nein, nein, lieber ALP ausgeben. Wen haben wir hier? Oh, die. Willst du auch daten? Hey, Ryder. Ich habe über unseren Auftritt im Flaggschiff des Archons nachgedacht. Nur damit Sie es wissen. Wenn Sie nochmal sterben, beschwere ich mich in der Personalabteilung über Sie. Also lassen Sie das. Ah. Reden wir später weiter. Alles klar. Ist okay. Ich werde mich nicht nochmal selbst umbringen. Und was für ein Raum. Oh, ich Idiot. Ja. Wir sind hier fertig. Glaube ich. Wir sind hier schon lange genug drin wieder. Zeit zum Schlafen gehen. Jo, peace out.